Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und ja, 7 Tage sind schneller um, als wir gucken können. Heute ist schon wieder ein neuer Wochenreport vor uns und heute haben wir den 15. Oktober 2017. Ja, es gibt heute im Vergleich zu den letzten Wochenreports jede Menge Themen. Wir haben also heute sehr, sehr viele Sachen vor der Brust und von daher lasst uns direkt starten. Wir gucken uns mal die Agenda an. Als allererstes ein kurzer Wochenrückblick und eine Mini-BTC-Analyse von mir. Danach gehen wir einmal auf das Thema ein, Russland will Kryptos regulieren und Bitcoin Gold. Der Tag rückt immer näher, an dem Bitcoin Gold jetzt als nächster Hardfork auf uns zukommt. Und ja, ich habe schon in den letzten Tagen so auf den Social-Media-Kanälen berichtet, es könnte sich dabei um Scam handeln. Wieso, weshalb, warum? Wir gucken es uns dort einfach mal kurz an. Und danach für all diejenigen, die sich mit Ripple noch nicht oder gerne auseinandersetzen, aber das vielleicht noch nicht gehört haben, am Montag bis Mittwoch ist eine Ripple-Konferenz, die nennt sich Swell und darüber möchte ich einmal kurz mit euch sprechen. Und zu guter Letzt schauen wir uns dann einmal an das aktuelle Gewinnspiel. Es gibt wieder ein Gewinnspiel, dazu ein Update und vor allem auch die Coin-Day-Abstimmung, welcher Coin am Mittwoch jetzt verfilmt wird. Ja, wir starten direkt mit meiner Lieblingsseite, wie immer mit CoinMarketCap und sehen, ich aktualisiere mal eben. So, wir sehen also, es hat sich jede Menge getan beim Bitcoin. Wir haben einen enormen Zuwachs. Ich glaube, wir haben über 15% gemacht in den letzten 7 Tagen und stehen jetzt bei unglaublichen 4.720 Euro. Der Bitcoin war kurzzeitig schon mal knapp an der 5.000 Euro Grenze und es ist einfach nur faszinierend, was da abgeht. Ganz kurz für diejenigen, die beim letzten Mal nicht zugesehen haben oder zugehört haben. Ich wollte einmal ganz kurz etwas dazu erzählen, zu dem Thema Altcoins. Viele von euch sind ja an Altcoins notiert, haben da gerade sehr große Bestände teilweise oder vor allem auch viel Hoffnung reingesteckt und sind jetzt ein bisschen erschüttert und haben Angst, Mensch, soll ich jetzt schnell verkaufen? Ja, der Bitcoin ist ja scheinbar der einzige, der noch richtig abgeht und so weiter und so fort. Ich möchte euch nur warnen, bitte keine Panikverkäufe. Beim Anlegen geht es immer darum, dass ihr euch nicht auf kurzfristige Kurse irgendwie fixieren sollt, sondern ihr sollt, wenn ihr diesem Kanal hier treu seid, eigentlich verstanden haben, dass wir alle so Long-Term-Investoren sind, also auf lange Sicht investieren. Und von daher hat sich an der Thematik, ob euer Unternehmen, in das ihr zum Beispiel investiert, meinetwegen, ihr habt in irgendeinen 10x oder in irgendwelche anderen Altcoins investiert, das hat sich von heute auf morgen nicht groß geändert. Es gab jetzt einen großen Hype um den Bitcoin, aus was für Gründen auch immer, das sind jetzt reine Spekulationen, aber unterm Strich glaube ich nicht, dass Bitcoin Gold was damit zu tun hat, denn als Bitcoin Cash kam vor einigen Wochen oder Monaten mittlerweile, gab es ja auch nicht so einen riesen Run 2 Wochen, bevor es soweit war. Und am 25. Oktober soll Bitcoin Gold kommen, das hätte jetzt also keine logische Folge, warum jetzt der Bitcoin schon so explodiert und alle von ihren Altcoins in den Bitcoin gehen. Ich glaube, es hat andere Gründe, welche genau, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, was ihr vermutet. Ansonsten sind wir da erst einmal so ein bisschen im Dunkeln. Was aber wichtig ist für all diejenigen unter euch, die Bitcoin halten, wir haben gute Gewinne gemacht in den letzten Tagen und ich glaube, das ist auch erst der Anfang. Bitcoin wird noch einiges reißen in den nächsten Wochen und Monaten. Bis zum Jahresende hatten ja einige sogar von 10.000 Dollar gesprochen, so an Spekulationen. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze kommt. Wir alle sind vermutlich gespannt. Ja, der Rest der Coins dümpelt da nach wie vor so ein wenig vor sich hin. Ethereum, Ripple und auch Bitcoin Cash ja, sind eigentlich die Verlierer der letzten Tage. Ripple hatte davor ein großes Hoch und ich glaube auch in der nächsten Woche wird eine sehr spannende Woche für Ripple, dazu am Ende des Videos nochmal ein bisschen. Ansonsten seht ihr schon, es hat nichts mit eurer Entscheidung zu tun, dass ihr vielleicht auf die falschen Altcoins gesetzt habt. Es liegt ganz einfach daran, dass viele Menschen, die vielleicht nicht so einen Kanal wie diesen hier hören, keinerlei Leute haben, die sie irgendwie informieren oder auch mal beruhigen können und von daher schnell verkaufen und denken, um Gottes Willen, jetzt verliere ich mein ganzes Geld, schnell raus dann. Regel Nummer 1, denkt immer daran, das, woran ihr investiert, sind keine Namen und keine Logos, sondern das sind Unternehmen, die haben eine Idee und teilweise brauchen sie für diese Idee einfach ein wenig Zeit. Das bedeutet natürlich, dass man Geduld haben muss. Der zweite Punkt ist, der Kryptomarkt ist für uns alle schon allgegenwärtig, aber für die meisten Menschen da draußen noch nicht. Das heißt, die meisten Menschen da draußen wissen noch gar nicht, was ist Bitcoin und vor allem, was sind Altcoins. Und somit ist es alles eine Frage der Zeit, bis sich da wirklich die ersten Unternehmen gewinnbringend in die Gesellschaft einbringen können. Und das ist der zweite Punkt, das heißt, auch da gilt es, Geduld zu bewahren. Das dauert einen Moment, bis das ganze Thema etwas publiker wird. Und der dritte Punkt ist der, ihr dürft nie vergessen, dass solche Invests, die ihr macht, in der Regel immer bedeuten, dass ihr eben auf die Technologie vertraut und diese Technologie wird sich ohne einen großen Skandal oder ohne irgendwelche besonderen Gründe, warum man jetzt irgendwie Angst haben müsste, braucht ihr niemals in Frage stellen. Weil wenn zum Beispiel euer Kurs mal fällt, liegt es meistens daran, dass irgendein anderer Player im Bitcoin, im Kryptomarkt
so wie in diesem Fall der Bitcoin, momentan gut am Laufen ist und alle anderen Coins gerade so ein wenig nachziehen bzw. Verluste einfahren, nämlich all diejenigen, die gerade nicht unterstützt werden. Und das war in diesem Fall einfach mal jeder Coin außer dem Bitcoin. Es gibt aber auch andere Momente, da gibt es so 5, 6 Coins, die starten ganz gut durch, die orientieren sich zum Beispiel sehr stark am Ripple oder an Ethereum oder am Bitcoin und dann habt ihr das Gefühl, oh, 5 laufen richtig gut und ich habe jetzt die falsche Wahl getroffen. Nein, meistens braucht man einfach nur ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und dann klappt das schon. Okay, also, kurz gesagt, bleibt euer, huddelt ganz gern, so wie ich es immer mache, bleibt treu eurer Linie, investiert nicht in irgendwelche Grützcoins oder irgendwelche komischen, was war da jetzt diese Woche so drin, Monacoin oder so, irgendwelche Pump-and-Dump-Gruppen, wo aus dem Nichts eine Technologie, die gar keine ist, plötzlich irgendwie 200% macht. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich empfehle euch generell, euch immer mit den Top 20 zu beschäftigen. Da sind teilweise sehr, sehr gute Technologien drin. Thema Anonymität, Thema Schnelligkeit, Thema Skalierbarkeit und so weiter. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall mit beschäftigen. Der Rest kann spannend sein, kann auch mal ein Glücksgriff sein. Teilweise werdet ihr aber auch schnell merken, dass einige Coins genauso schnell wieder verschwinden werden, wie sie gekommen sind. In dem Sinne, ja, wir gucken uns jetzt eine Mini-Analyse von mir an. Ich bin ja überhaupt kein Chart-Analyst, zumindest nicht für euch, weil ich habe viel zu wenig Ahnung davon. Aber was ich immer ganz gut finde, ist hier der EMA. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Beim letzten Mal waren wir ungefähr hier, als ich meinen Wochenreport aufgerufen habe und habe euch gesagt, wir haben es geschafft. Bitcoin wird ab jetzt wieder steigen. Wir werden also jetzt höchstwahrscheinlich mit steigenden Kursen rechnen können. Und ich habe auch hier recht behalten. Also wenn ich Prognosen abgebe, sind die meistens durchdacht und nicht irgendwie, um euch irgendwie nach dem Mund zu reden, sondern wirklich, weil ich so ein bisschen begründet bekomme. Einige meiner Freunde sind richtig stark in diesem Chart-Analyse-Bereich tätig und die haben mir eben erklärt, hey, nimm mal die und die Linie, mach mal das und das und so kann ich dann jeden Tag mal nachverfolgen. Wer Lust darauf hat, sich diese Linie anzuschauen, das ist die EMA, das ist der gleitende Wert. Also wie es ganz genau ist, könnt ihr gerne mal bei Wikipedia schauen. Im letzten Wochenreport habe ich es ja mal aufgerufen. Hier geht es also darum, dass ihr sehen könnt, wie sich der Bitcoin so generell verhalten hat. Zwar ist jede Kerze immer ein Tag. Das heißt, wir gucken wirklich aus der Entfernung und gucken nicht ganz dicht dran, also kein Minutenchart oder 15-Minuten-Chart, sondern wir gucken uns wirklich grobe Werte an. Und da sehen wir, immer dann, wenn diese blaue Linie sich unter den Kerzen befindet, kriegt der Bitcoin quasi Auftrieb. Und immer wenn die Kerzen sich in der Kerze oder über der Kerze befinden, bedeutet das entweder, Achtung, jetzt tut sich was, beziehungsweise jetzt sind wir in einem Downtrend. Und dieser Downtrend, das war der, den wir jetzt so Mitte September spüren konnten, wo wir alle Angst hatten, dass der Bitcoin jetzt komplett an Boden verliert. Ihr seht, es hat sich schnell wieder gebündelt. Hier war der Punkt, wo der Bitcoin sich entscheiden musste, in welche Richtung soll es gehen. Und jetzt sehen wir hier, die blaue Linie befindet sich stark unter den Kerzen. Das heißt für mich, das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er daraus deutet, aber für mich heißt das, dass der Bitcoin jetzt weiter steigen wird. Wir haben einen riesen Auftrieb aktuell, auch wenn sich hier meine rote Kerze einschleicht. Das sind kleine Korrekturen, die sind immer normal. Ich glaube jetzt zum Jahresende hin, das wird ein goldener Monat für uns alle, für den Bitcoin. Ich glaube, da geht noch einiges. Das heißt aber nicht, dass die Altcoins nicht genauso nachziehen. Denn bislang, ich gucke mal mit euch bei CoinMarketCap, da könnt ihr, was habe ich jetzt gemacht? So, Entschuldigung. Dann gehen wir mal hier oben auf Market Cap und da könnt ihr immer sehen, okay, wie viel Geld ist eigentlich im Kryptomarkt. Und jetzt kann man sehen, einmal sieht man so generell die Bewegung des Gesamtmarktes und einmal sieht man die Bewegung ohne den Bitcoin. Und viele erzählen ja immer, ja, der Bitcoin, der steigt und die Altcoins sinken alle. Das ist richtig, kurzfristig gesehen habt ihr recht, aber wenn ihr mal schaut, die Graphen sehen fast identisch aus. Also immer dann, wenn der Bitcoin abgegangen ist, ist sozusagen kurz danach die Altcoin-Generation nachgezogen. Und somit ist es also kein Wunder, dass jetzt natürlich, wenn der Bitcoin wie jetzt mal wieder eine kleine Korrektur bekommt, dass wir plötzlich auch wieder Coins haben, die wieder grün angezeigt werden. Und ich glaube, dass sich die Altcoins jetzt auch, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen werden, wieder nach oben. Von daher halten, Ruhe bewahren und vielleicht immer im Monatsrhythmus wirklich überlegen, sein Portfolio mal abzuändern als im Stundenrhythmus. Denn das bringt einfach nichts. Ja? Okay. So viel dazu, so viel zu meiner kleinen Bitcoin-Analyse. Also kurz gesagt, ich glaube, es geht noch deutlich weiter nach oben. Wir werden also keine Panik haben müssen, dass irgendwelche Regulierungen oder sonstige Themen dem Bitcoin schaden. JP Morgan, also Jamie Dimon, von ihm habe ich euch erzählt, der größte Kritiker des Bitcoin, er hat erzählt, Bitcoin wäre der größte Betrug, hat jetzt in dieser Woche gesagt, ja, also ich sage dazu jetzt gar nichts mehr, ihr macht doch, was ihr wollt. Und ja, also kurz gesagt, anstatt zu sagen, er hat sich geirrt oder er nimmt doch Abstand von seiner Aussage, hat er jetzt einfach das Ganze ins Lächerliche gezogen. Sollte uns klar machen, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind und dass die Banken nur versuchen, uns teilweise zu, ja, irgendwie zu manipulieren. Und ich finde das richtig witzig, dass der Typ so sprachlos war.
Okay, das schließe ich mal. Wen es interessiert, ich verlinke euch gerne nochmal Coinergy. Da könnt ihr, wie ähnlich wie auf anderen Chart-Analyse-Portalen, könnt ihr dann eben kostenfrei euch mal so ein bisschen umschauen. Und wenn ihr das langfristig nutzen wollt, kostet das Ding, glaube ich, $19 im Monat. Wenn man damit die richtigen Entscheidungen treffen kann, dann sollte sich das lohnen. Ansonsten reicht auch die kostenlose Version. Okay, zweites Thema. Russland. Russland hat jetzt nach China irgendwie angefangen in den letzten Tagen und auch vor allem in den letzten Tagen, Putin ganz konkret, Stellung zu nehmen zu dem Thema Kryptos. Und die Zentralbanken von Russland hatten zunächst einmal angekündigt, komplett rigoros gegen Kryptos vorzugehen. Sie sehen darin eine Gefahr. Daraufhin hat Putin sich geäußert in einem offiziellen Interview, wo er gesagt hat, okay, ja, ist es in Ordnung, die Bitcoin oder der Bitcoin und seine Altcoins, die sind schon gefährlich für uns und für den Staat. Sie ermöglichen zum Beispiel Geldwäschen, sie ermöglichen andere Vorteile für irgendwelche illegalen Machenschaften und sie nehmen uns gewisserweise die Kontrolle. Das hat er bestätigt, hat auf der anderen Seite aber gesagt, man sollte jetzt nicht unnötige Barrieren einbauen, denn diese ganze Technologie hat auch Fortschritte und in vielen Ländern wird sie auch schon angenommen und genutzt. Somit muss man es immer mit zwei Augen sehen. Zum Ende des Interviews hat er aber auch immer wieder betont, es gibt schwerwiegende Risiken, man muss vorsichtig sein und es sollte erst einmal alles reguliert werden und sehr, sehr stark und irgendwie eingeschränkt werden, damit man Terrorismus nicht weiter finanziert und solche Geschichten. Also es hört sich ähnlich an wie in China, also es hört sich fast so an wie eine kleine Kopie aus China. Der einzige Unterschied, und das sollte euch alle beruhigen, das sehen wir auch an der Bitcoin-Entwicklung, ist, Russland ist kein so großer Player am Markt. Russland hat extrem krasse Kryptografen, extrem krasse Köpfe dort, aber die Unternehmen an sich sind noch nicht so groß und der Markt, also die Leute, die dort leben, investieren nicht so viel in Kryptos, wie das zum Beispiel in Asien der Fall ist oder in China und Hongkong der Fall ist oder auch in Südkorea. Das bedeutet, wir haben da sehr starke, kluge Köpfe, die sehr viel wissen, aber ihr Wissen irgendwie nicht so richtig umsetzen können in Russland, weil Russland eben sehr konservativ eingestellt ist. Und somit haben wir persönlich den großen Vorteil, dass wir zwar viel lernen aus Russland, Waves zum Beispiel, eine tolle Plattform für Token-Generierungen, kommt von dort. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, Russland ist jetzt kein so starker Markt, dass er uns alle jetzt irgendwie den Bitcoin madig machen könnte. Ja, das also dazu, ihr merkt, die ganze Welt steht schon ein bisschen im Kryptofieber. Nachteile sind natürlich, dass alles irgendwie reguliert werden soll, aber auf der anderen Seite, denkt mal nach, ich weiß nicht, wann ihr eingestiegen seid, vielleicht gerade jetzt, weil ihr so viel darüber gehört habt, aber wenn ich mal so zurückdenke, als ich eingestiegen bin, da war das Thema Krypto irgendwie so ein komplettes Nischenthema. Jeden, den man da irgendwie mit gefragt hat, keiner konnte damit was anfangen. Alle waren sehr, sehr skeptisch und mittlerweile weiß jeder irgendwie, ja, Blockchain habe ich schon mal gehört und ja, Bitcoin weiß ich auch, der ist doch gerade so gefallen oder ja, der ist doch gerade so gestiegen. Meistens hört man immer nur die negativen Sachen, die merken sich die Leute. Ansonsten merkt ihr vielleicht selber, das Thema wird immer publiker und das kommt uns allen zugute. Es ist gerade eine krasse, schnelle Entwicklung und ich bin mal gespannt, wo wir 2018 stehen. Von daher, jeder, der dabei ist, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass ihr hier in der Community seid. Bleibt immer schön tapfer, bleibt schön geduldig. Denkt dran, das hier ist kein irgendwie Wettstudio, wo man mal eben kurz in 2 Wochen seine richtigen Tipps abgibt und dann irgendwie reich wird, sondern das hier ist wie im Aktienmarkt eine Anlagemöglichkeit. Man kann eben mit Kryptowährung Geld verdienen. Man muss geduldig sein, man muss richtige Entscheidungen treffen und sich hin und wieder mal über ein paar Sachen schlau machen, so wie ihr es jetzt gerade tut. So, ja, das also zum Thema Russland. Ich verlinke den ganzen Artikel nochmal bei mir im Kommentar. Ansonsten geht es jetzt zu dem Thema Bitcoin Gold. Ja, Problem bei Bitcoin Gold ist, ich persönlich bin nicht in der Lage, so tiefgründige technische Details auszuarbeiten. Das möchte ich vielleicht auch gar nicht. Ich kann euch also auch nicht genau erklären, jetzt hat sich nämlich jemand sehr, sehr viel Mühe gemacht und alle möglichen Verschlüsselungen in Frage gestellt, einzelne IP-Adressen recherchiert und die Codes davon verglichen und so weiter und so fort. Kurz gesagt, ich persönlich reduziere ja meine Entscheidung immer auf mein Bauchgefühl und auf das Team dahinter. Und der Herr Jack Liao ist der Geschäftsmann aus Hongkong, der sagt, okay, ich möchte jetzt gern Bitcoin Gold schaffen. Das Problem ist, wenn ihr den netten Herrn einfach mal so sucht, ihr seht zwar ein, zwei Bildchen, die wohl Jack Liao sein sollen, aber ansonsten findet ihr nichts über ihn. Ganz im Ernst, wenn jemand in der Lage ist, einen ganzen Bitcoin-Fork durchzuführen und extreme Änderungen auf dem Markt erbringen will, dann wundere ich mich, warum niemand auf der Welt ihn noch nicht kennt, beziehungsweise er nur mit Scams in Verbindung gebracht wird und er auch nur immer als Hongkong-Geschäftsmann deklariert wird und nicht irgendwie als Kryptograf, als Chefkryptograf oder als Mega-Investor. Das ist sehr, sehr fragwürdig, das ist das eine Thema, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Und das zweite Thema ist, ich zeige es euch nochmal hier in dem Artikel, es geht wohl darum, dass er sehr skurrile Internetseiten gegründet hat für Bitcoin Gold und vor allem
dass der Meinung dieses Autors hier, oder die Firma von, um Bitcoin Gold herum schon angefangen hat, Bitcoin Gold zu minen, schon Blöcke zu minen und schon vorher angefangen hat, das Ganze sozusagen für sich zu generieren, bevor sie jetzt am 25. Oktober es öffentlich machen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Man kann nicht eine Kette neu schaffen, angeblich am 25. Oktober und eigentlich im Hintergrund schon heimlich irgendwelche Coins zu seinen Nutzen da minen und Blöcke minen. Das funktioniert nicht, das ist unfair und vor allem entspricht das überhaupt nicht dieser Dezentralisierung, die wir im Kopf haben. Das ist der zweite Punkt. Ich habe dafür keine Beweise, aber es gibt wohl irgendwelche internen Skripts, wo drin steht, dass eigentlich schon am 25. September das Ganze starten sollte und seitdem 16.000 Blöcke gemeint wurden. Lest euch sehr gerne den Kommentar hier einmal durch. Ich habe ihn auch auf der Twitter-Seite veröffentlicht letzte Woche. Aber es ist natürlich alles in Englisch und sehr schwierig. Auf der Twitter-Seite findet ihr aber auch nochmal einen Artikel in Deutsch und da steht ein bisschen was zum Thema, was ist Bitcoin Gold überhaupt und wie stehen die Chancen. Mein persönlicher Rat ist, werdet nicht gierig. Viele reden immer von diesem Free Money. Ganz im Ernst, gehen wir mal davon aus, der Bitcoin Gold würde 300 Euro wert sein. Ja? Also ungefähr das, was Bitcoin Cash jetzt wert ist. Und ihr seid vielleicht der stolze Besitzer von 4 oder 5 Bitcoin. Das ist wahrscheinlich schon viel. Denn verdient ihr daran vielleicht 1.000, 1.500 Euro, so wenn ihr die umsonst bekommt. Aber dafür Gefahr zu laufen, dass ihr irgendwelche Fehler macht oder dass wir uns für irgendwas Falsches entscheiden oder ihr aus euren Altcoins rausgeht, nur um Bitcoin zu halten und dann vielleicht die Altcoins in der Zwischenzeit plus machen. Ja, das ist alles irgendwie so ein Thema, wo ich sage, gut, wenn ihr sowieso im Bitcoin seid und ihn haltet, dann schön, dann kriegt man ein Geschenk. Aber extra für Bitcoin Gold jetzt irgendwas umzuschichten im Portfolio, das müsst ihr selber entscheiden. Ich für meinen Fall werde es nicht machen. Ich werde ein paar meiner Bitcoins halten und den Rest in mein Portfolio genauso belassen, wie es ist. Ich werde da jetzt nicht gierig und nur wegen ein bisschen Free Money anfangen, alles umzuschichten. Denn es gibt das Gerücht, dass Bitcoin Gold eventuell in der Lage ist, dann, wenn ihr mit dem Bitcoin Gold arbeitet, quasi nicht nur eure Bitcoin Gold verschickt, sondern auch eure Bitcoin mit verschickt. Und wenn das wirklich funktioniert, haben wir ein Riesenproblem, weil dann schickt ihr, ohne dass ihr es wollt, eure Bitcoin irgendwo ins Netz oder habt keinen Zugriff mehr drauf. Naja, und das wäre es mir viel, viel zu gefährlich. Okay, das damit im Nachgang möchte ich natürlich ganz klar sagen, das hier sind alles nur irgendwelche Internetforen, die ich hier finde. Meine persönliche Meinung, ich möchte in gar keinem Fall hier Bitcoin Gold in Frage stellen, nur ich fände es extrem blöd, wenn Bitcoin Gold später wirklich als Scam oder als irgendwas Unseriöses herauskommt und wir darüber nicht sprechen und wir darüber uns nicht zumindest austauschen. Wenn ihr andere Meinung habt, wenn ihr vielleicht Belege dafür habt, dass das, was ich erzähle, nicht richtig ist, dann bitte sehr, sehr gerne, ich bin ja auch immer gespannt an neuen Dingen, dann erzählt es mir gerne. Ansonsten seid jetzt einfach mal ein bisschen gewarnt und verfolgt das Ganze weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, auch das wird verlinkt. Ansonsten jetzt kurz einmal zu Ripple und danach geht es auch schon zum Gewinnspiel und zum Coin Day Ergebnis, zur Auswertung. Zum Gewinnspiel zu Ripple ganz kurz. Kurz und knapp, Ripple wird erstens heute eine neue Plattform eröffnen, die extra für Ripple geschaffen ist. Die ist noch sehr, sehr, wird noch sehr, sehr wenig drüber gesprochen aktuell. Aber ich glaube, in den nächsten Tagen werden alle davon erfahren. Es gibt also eine neue kleine Börse, die extra für Ripple programmiert wurde. Ansonsten findet heute eigentlich die Anreise statt, denn von Montag bis Mittwoch ist das größte Event des Jahres von Ripple. Und zwar nennt Ripple das Ganze Ripple Swell. Bei diesem Ripple Swell Event ist es so, dass die ganzen Bankenchefs und viele wichtige Leute in dieser Welt eingeladen werden zu diesem Event und unter anderem Brad Garlinghouse, also der CEO von Ripple, eine Rede hält, aber viel wichtiger, am Montag hält Dr. Ben Bernanke, ehemaliger Notenbankchef von Amerika, wird eine Rede halten, warum die Kryptowelt und besonders Ripple gut ist für die Banken. Und danach wird niemand Geringeres als Sir Tim Berners-Lee, das ist der Erfinder des World Wide Web. Dieser Mensch wird ebenfalls vorsprechen am Dienstag um 12.30 Uhr in der amerikanischen Zeit und wird dort ganz klar erklären, warum Ripple gut ist. Ja, warum Ripple gut ist, warum Ripple Zukunft hat und warum auch die Kryptowelt Zukunft hat. Kurz gesagt, Ripple möchte natürlich zum einen aufklären, warum das Ganze toll ist, aber vor allem auch neue Kunden gewinnen. Das ist der Sinn und Zweck des ganzen Events. Und als dieses Event, dieser Plan vor circa 2 Wochen veröffentlicht wurde, da ist der Kurs von Ripple sehr, sehr stark gestiegen. Ihr erinnert euch vielleicht von roundabout 15 Cent auf über 20 Cent. Da stehen wir jetzt heute. Deshalb, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Tage mit sich bringen. Solltet ihr Ripple halten aktuell, empfehle ich euch, die erst einmal zu halten, bis zum Ende der nächsten Woche auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar viel länger, so wie ich. Ich bin ja generell Ripple-Sympathisant, von daher, ich werde auch noch länger meine Ripple halten.
Aber falls ihr nur kurzfristig mal in Ripple drin seid, empfehle ich euch zumindest die nächste Woche abzuwarten. Ich glaube, da wird einiges an Infos rauskommen. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir in der nächsten Woche einen krassen Kursgewinn erwarten können. Kann auch genauso gut sein, dass die Infos total madig sind und niemanden interessieren. Aber so gefühlt würde ich sagen, ist das schon was ziemlich Spannendes. Und solltet ihr mehr News dazu haben, bitte, bitte gebt mir Feedback dazu. Ansonsten warten wir es mal ab. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gut, das also zu den Infos. Alles andere werdet ihr, wie gesagt, in den nächsten Tagen immer mal wieder bei meinen Videos finden oder spätestens im nächsten Wochenreport werde ich ein bisschen updaten das Ganze und auch nochmal auf Bitcoin Gold eingehen. Jetzt gehen wir mal zu dem Part Facebook-Gruppe. Vielen Dank, wir haben jetzt schon über 50 Facebook-Teilnehmer. Ich habe im letzten Video eine kleine Sonderausgabe gemacht. Ab sofort steht euch allen auch Facebook zur Verfügung bei mir. Das heißt, wir können jetzt in dieser Facebook-Gruppe, ich gucke mal eben hier, so, wir schauen mal rein. In der Facebook-Gruppe können wir ab sofort ein bisschen mehr Leute erreichen als nur zum Beispiel bei Twitter. Ich gehe mal in die Ansicht, die ihr normalerweise seht. So. Jetzt haben wir sogar schon 60 Leute, denen das gefällt. Hin und wieder ein paar witzige Bilder, die ich mal rumposte oder eben auch ein paar News. Und auch die Abstimmungsergebnisse werde ich hier bekannt geben. Also ihr seht schon, manchmal lohnt es sich zu halten, falls ihr noch nicht ganz sicher seid, ob ihr richtig halten solltet. Aber denkt dran, auch nicht zu lange halten. Irgendwann könnte es auch schief gehen. Ja, und ihr seht hier immer, versuche ich möglichst spannende Themen immer kurz und knapp preiszugeben. Und ja, zum Gewinnspiel. Wir haben gesagt, bei 500 Likes, also wenn ich 500 Menschen hier in der Facebook-Gruppe habe, ladet gerne eure Freunde ein, eure Krypto-Fans oder was auch immer ihr so an Leuten um euch herum habt, die sich dafür interessieren. Ladet die gerne an, sobald wir 500 Likes haben und die Gruppe so ein bisschen ins Laufen gekommen ist, dann gibt es ein Ledger Nano S als Gewinn für die Auslosung. Ihr bekommt dort dann die Möglichkeit, ein Ledger Nano S kostenlos zu bekommen. Das Ganze ist gesponsert. Guckt euch sehr, sehr gerne mal das Video an von vorgestern, da werde ich das ganz genau erklären. Und zwar ist es gesponsert von Kryptostart. Wir gucken uns das Ganze dann einfach an, wenn es soweit ist. Und dann werden wir auf jeden Fall eine Schätzfrage abgeben. Ihr entscheidet vorher, welchen Coin wir schätzen wollen. Und bei dieser Schätzfrage, wie ihr es gewohnt seid, könnt ihr dann eben euren Tipp abgeben. Und ihr werdet dann hoffentlich bald der stolze Besitzer eines Ledger Nano S sein. Wenn ihr nicht abwarten könnt, in der Beschreibung hier ist auch ein Link, wenn ihr ihn vorher kaufen möchtet und mich damit indirekt unterstützen möchtet. Das ist so ein Affiliate-Link. Wenn man den kauft, bekomme ich eben irgendwie 5% oder 4% Provision. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt, zumindest für mich. Und für euch ist es ja kein Schaden, weil ihr ja nicht mehr zahlt dafür. Ja, das also hier kommt sehr, sehr gerne in die Facebook-Gruppe, freue ich mich drauf. 60 haben wir schon, also fehlen nur noch 440. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ansonsten sehen wir hier einmal das Ergebnis jetzt von der letzten Abstimmung. Ihr habt abgestimmt am Mittwoch, am nächsten Coin Day, den 18. Oktober, werde ich mich jetzt vorbereiten auf den Coin NEM. Ich bin mal gespannt, ich habe selber noch nicht viel darüber gelesen, ich werde mich jetzt selber mal ganz schlau machen darüber und freue mich darauf, euch das dann zu präsentieren. Das war's an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ansonsten freue ich mich auf den Coin Day am Mittwoch, wünsche euch einen richtig, richtig geilen Sonntag, einen guten Start in die Woche und bis bald. Ciao!